Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Road to GC. Wir sind leider im Blick oder mit Blick auf die vorherige Folge ein Match weiter entfernt von GC, weil wir leider in zwei Partien Teammates hatten, die wenig bis gar keine Übersicht hatten und der Meinung waren, sie wollen schön viel schneiden. Und hoffen wir mal, dass es in dieser Folge besser wird, was die Teammates angeht. Aber der Start ist auf jeden Fall schon mal relativ vielversprechend. Und wir facen auf jeden Fall auch wieder ein Team, von denen einer an der Schwelle von C3 kratzt und der andere davon noch ein bisschen entfernt ist. Ah, da sehe ich ja, dass der andere Dude da in der Mitte ist. Mein Mate allerdings mehr Richtung Ball orientiert ist von unserer Mitte aus. Das heißt, ich kann easy in die Lücke da spielen. Oh. Soft Touch, damit er halt nicht zu weit dann wieder in der Mitte landet. Weil sonst hätte ich den Ball halt einfach sinnlos in die Ecke geboomt. Der wäre halt zwar vor deren Tor gelandet, aber weil mein Mate ja immer noch in der Ecke da gewesen ist, beziehungsweise hinter mir, hätte das keinen Sinn gemacht. Im Zweifel hätten wir denen einfach einen Ball spendiert, den sie dann einfach auf unser Tor hätten knallen können. Deswegen nicht reinflippen, einfach nur in die Richtung touchen und dann kann es weitergehen. Den wird er bekommen. Ah, der ist off. Ah, shit, da hätte ich ruhig auch einen softeren Touch rausmachen können. Den spielen wir in seinen Rücken. Und nehmen auch noch den Mid-Boost mit. Oh, scheiße, da hätte ich mir mehr Zeit lassen müssen. Weil sonst ist mein Mate nämlich alleine gegen den Gegner. Ja, das war dämlich. Nicht so geiler Kickoff. Ja. Keine Möglichkeit. Und mit nicht so geiler Kickoff meine ich sogar ein horrend schlechter Kickoff, was das, was den Speed angeht. Was war das? Ah, da komme ich nie im Leben vor ihnen dran. Das heißt, ich gehe einfach vom Play weg. Und dadurch hat mein Mate die Möglichkeit, nach hinten noch zu rotieren. Aber unser Tor ist halt nicht offen. Und dann lösen wir die Situation halt im zweiten Ansatz und nicht im ersten. Ja, also auch bei diesem Kickoff ist das Tempo von meinem Teammate echt erschreckend. Oh, shit. Ah, den kann er gerne übernehmen. Oh? Oh? Ultimate? Oh, schade. Oh, da machen wir den 50 so, dass der Ball komplett sein Momentum verliert. Ups. Egal, flippen wir einfach genau jetzt rein. Und dann bin ich auf jeden Fall vor ihm dran. Ja. Kommt nicht schlecht in die Mitte, allerdings kann ich nicht hingehen, weil mein Mate der Meinung ist, er muss dranbleiben.
Als würde es nach der Werbung irgendwie weitergehen. Das war ein echt mieser Ghost Touch. Ah, shit. Ich wollte den 50 jetzt nutzen, um meinen Mate zu füttern. Nope, da gehe ich nicht hin. Und klatsche mal den Dude jetzt einfach ein bisschen beiseite. Naja, ich gehe lieber in der Mitte den Boost holen. Dann spielen wir einfach über den drüber. Ah, shit. Er ist da hingesprungen, ne? Ja, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Ja, da warte ich eben. Pressure, aber abbremsen. Da lasse ich meinen Mate mal machen. Nicht so geil, weil der Ball nämlich jetzt genau bei seinem Mate landet und wir noch nicht hinten sind, aber ganz entspannte Situation. Dann spielen wir den einfach ein bisschen hoch, fappen den, aber leider nicht gefährlich. Ja, sehr schön gemacht. Das war unnötig. Er ist halt viel zu früh hochgesprungen. Er hätte sich halt viel mehr Zeit lassen können. Der Gegner war eh nicht da, um Pressure zu machen. Und der Typ wäre von seinem Net definitiv zumindest vor seinem Play nicht rausrotiert. Also, naja. Egal. Win is win, auch wenn er knapp gewesen ist. Und deswegen starten wir jetzt wieder bei 13,22 MMR. Und versuchen einfach mal jetzt den nächsten Win mit einzutüten. Das ist auf jeden Fall derselbe Mate wie gerade. Und Backflip, dann haben wir nämlich noch die Chance, nach hinten zu rotieren, nochmal einen Ball anzunehmen oder was auch immer. Anstatt dass wir committed in der Corner bei denen landen. Zumal der 100er Booster sowieso von meinem Mate gepickt wurde. Da müssen wir einfach Delay zum 50. Ne, da gehe ich nicht hin. So, mit dem Touch habe ich jetzt Zeit auch nach hinten zu rotieren und Boost zu holen. Jetzt ist mein Mate an der Reihe zu pushen. Der ist nicht so geil. Er wird den versuchen zu pinchen. Der Pinch an sich, der war aber nicht so geil. Der war ja für mich ohne Probleme anzunehmen. Jetzt müssen wir schnell nach hinten. Ah, der geht wieder in die andere Ecke. Spawn. Tut er nicht. Dann grabben wir uns einfach die drei Pets. Jetzt müssen wir kurz warten. Und jetzt habe ich einfach Vertrauen auf meinen Mate, dass er den nach vorne klatschen kann. Aber mein Eingangsgefühl, dass ich dem Mate besser nicht trauen sollte, hat sich erneut bestätigt. Na. Backboard. Und der sollte dann eigentlich gut für den Mate landen.
Er kriegt's nicht hin. Oh shit. Also, keine Ahnung, mein Mate ist einfach arschlangsam. Er ist halt leider zu langsam, um halt die Pässe anzunehmen. Ah, schade. Ah, da lasse ich ihn mal machen. Das ist funktioniert, ne? Das ist. Boah. Ich würde mich jetzt so hart darüber aufregen, dass der Typ den nicht gehittet hat. Aber nicht, weil es ein geplanter Fake war, sondern einfach, weil er nicht so geil ist. In dem, was er da macht. Backpass? Aber auch nicht. Drüber. Soft Touch, aber der ist wieder zu fest. Okay. Krass, dass er den noch bekommt. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Nice. Ja, das Problem ist, wenn ihr am Anfang von einer Elo seid, ist natürlich die Chance halt höher, dass ihr irgendwelche Leute bekommt, die gerade mal irgendwie C2 sind und sich da vielleicht auch nur gerade mal so auf Krampf halten können. Das heißt, ihr könnt euch nicht so gut auf die Teammates im Normalfall zumindest verlassen, wie wenn ihr jetzt, keine Ahnung, in kurz vor Division 3 seid oder ihr seid in Division 3, pipapo, dann ist das Ganze halt schon viel natürlicher. Weil die Mates normalerweise halt auch dann diesen Playstyle gewohnt sind. So, ich weiß halt nicht, der Typ hat wahrscheinlich jetzt gerade Division 2 mit dem Win sich geholt. Ja, es ist halt schwer. Klar, wenn man sich jetzt rein so das Scoreboard anguckt, hat er 219 Punkte mehr und hat halt 5 Schüsse auf dem Konto. Aber die 2 Tore, beim ersten habe ich ihn gefüttert, beim zweiten war er halt einfach nur lucky. Bei seinen Schüssen, die waren halt, waren halt anwesend. Hat hier jetzt allerdings, glaube ich, einen schönen 50 geholt, ich habe es nicht gesehen. Ich will es aber nochmal sehen. Ja. Oh, sehr schön, sehr schön. Guter 50. Ah. So, jetzt sollte er pushen. Nice, sehr schön. So geil. Aber geht auf jeden Fall schlimmer. Ne, da pushe ich definitiv nicht.
Also lasse ich den Gegner einfach einmal touchen. Ah. Da habe ich gehofft, ich kann mein Mate besser den Pass geben. Nope, da pushe ich nicht hin. Da auch nicht. Ah. Immer schön Pressure hochhalten. Oh Gott. Sehr schön. Na, rotiere ich lieber ein bisschen nach hinten. Nice, sehr schön. Also jetzt gerade spielt mein Mate einen soliden Stiefel. Not gonna lie. Klar, er ist immer noch langsam. Aber er ist auf jeden Fall jetzt in der Partie von allen dreien, die wir jetzt mit ihm gespielt haben, ist er hier am besten positioniert und macht halt auch mehr. Ja, er wird jetzt cutten. Ah, ich dachte, den Flip Reset bekommt er. Dann spielen wir den Rücken von den beiden. Wave dashen. Oh, schöner Touch. So, jetzt ein Boom. Ja. Leider nicht so, wie ich gehofft hatte. So, der wird den nicht von mir bekommen. Also, ja, vor mir, aber dann habe ich halt seinen Tap. So meinte ich das. Hier kann ich jetzt schon pushen, weil ich ja gesehen habe, dass mein Mate auf der anderen Seite schon auf dem Weg nach hinten ist. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Nice. Uff. Belastend. Ja, der war savable. Er hat gar nicht gesehen, ist er jetzt geliebt? Ne, er hat die Verbindung verloren. Oh, War Dribble? Wall Dribble? Man, der Air Dribble. Ah, schade.
Ah, schade. Gut, Leute. Es müsste eigentlich jetzt die Promotion in Division 2 sein. Oder die kommt wirklich erst bei 50. Ich weiß es nicht. Ne, die kommt jetzt schon. Nice. Alles klar. Und mit dieser Promotion beenden wir unsere heutige Folge. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Peace.